Wir sind beide auf der Autobahn. Nachdem wir hier eine halbe Ewigkeit durch die Pampa gefahren sind. Kilometer kommen wir da noch? 819 Meilen, ja, da kommen wir noch ein Stück. Hoppla, falscher Knopf. Hatten wir mal wieder Glück. Haben wir wieder den Dings rein, ne? Den Tempomat. Das geht dann noch am besten. ...252 Meilen noch bis an unser Ziel, das ist auch noch ein schönes Stück. Die Stunde Aufnahme ist auch gleich wieder um. Ich werde aber diese Lieferung, denke ich, fertig machen und dann die Folge, also die Folge, genau, die Aufnahme beenden. Macht, glaube ich, mehr Sinn, ne? Aber der Kenworth, der W900, also der hat schon, wow. Der hat schon wirklich cool ausgeschaut, wenn wir uns nochmal zurückerinnern an den. Das ist so ein typischer amerikanischer Truck, wie man ihn sich vorstellt, wenn ihr mich fragt. Genau so und nicht anders. Eine richtig schön lange Schnauze nach vorne und riesengroß natürlich. Schauen, ob wir die Fracht wiegen lassen müssen. Scheint aber nicht so sehr schön. Wir haben da wenigstens nicht aufgehalten. Ah, es kostet nämlich auch Zeit. So. Können wir ja ruhig rauslassen. So, zur Fahrzeugüberprüfung. So ein Idiot. Sollen wir jetzt auf die Seite fahren? Okay.
danke und tschüss. Ja, okay. Das war's anscheinend schon. War aber eh schon gleich das zweite Mal, ne, dass wir überprüft wurden. Meilen noch. Das ist noch ein Stück, ne? Aber ich freue mich, wir haben unseren ersten LKW, ne? Zwar so ziemlich das Billigste vom Billigsten, aber mit einem saugeilen Paintjob, wenn ihr mich fragt. Also der gefällt mir wirklich sehr gut. War jetzt gar nicht so extrem teuer, wie man sich vielleicht gedacht hat. 17.000 haben wir noch, oder fast, ja, 17.500 eigentlich, haben wir noch auf der Bank. Als Reserve, weil es sollte die nächsten Tage jetzt dann immer wieder abgebucht werden, ne? Ich muss hier eben am zweiten, also am anderen PC noch schnell was klicken. Hoffentlich hier nebenbei keinen Unfall bauen. Wahaha. Ja, nur fast. Upsa. Mich faszinieren dann immer die LKW-Fahrer, die man dann auf Autobahnen begegnet, die nebenbei Fernsehschauen tun oder so, ne? Gibt's ja alles. Aber die leben halt wahrscheinlich gefährlich, ne? Stehen auf das. Die stehen auf gefährlich. Andere stehen auf Schmerzen, die stehen auf gefährlich. So, das war der falsche Aktualisieren-Ding. Na toll. Da noch geradeaus, ja. Yep. So. Jetzt kann ich mich wieder voll aufs Fahren konzentrieren. Dann fahren wir. Ja, doch, in Los Angeles waren wir schon, ne? Ray's Hamburger, die kennen wir auch schon. Neun
49 Meilen noch. Ah, da haben wir noch ein Stück vor uns. Soll ich das jetzt hier auf der Karte nach? Rauf auf die Autobahn. Und da auch wieder runter. Beziehungsweise mehr oder weniger runter, ne? Eher von der einen Autobahn auf die andere drauf. Da sieht man schon direkt in welche Richtung das es wieder geht. Bergauf nämlich. Ach du Schande. Ich glaube, wir bleiben gleich stecken. Ach du Schande. Da steige ich doch selbst aufs Gas, bevor der den Tempomat herumdoktert. Weiterhin voll drauf bleiben. Denn es geht immer noch bergauf. Aber jetzt kommt der Amper. Was? Wieso wird der müde, der gute Typ? Spinnt der jetzt total? Na gut, da dann gleich hier im Motel dann schlafen. Dass wir noch ein bisschen Geschwindigkeit vor dem Berg aufbekommen. Ja, sind wir einigermaßen gut hochgekommen, nehme ich mal an.